Siemens macht ernst mit der Schließung von Kraftwerkstandorten. Zumindest auf Zeit. Siemens will jetzt mit einer einwöchigen Betriebsschließung die Kosten in der schwächelnden Kraftwerksparte drücken. Man hat ja jüngst angekündigt, knapp 7000 Stellen abzubauen in dieser Sparte Power und Gas. Jetzt also, zumindest zeitweilig, will man das machen. Die Mitarbeiter müssen jetzt nicht unbedingt Urlaub nehmen dafür. Sie können auch Gleitzeit abbauen. Aber letztendlich zeigt es eines ganz deutlich, es ist Siemens verdammt ernst, hier die Kosten in den Griff zu bekommen. Der DAX rückt heute vor und das noch einmal gewaltig. Der relativ günstige Euro zum US-Dollar macht es möglich. Der rutscht so in Richtung 1,19 und der DAX rutscht in Richtung 13.000 Punkte. Im Hoch standen wir heute deutlich über 12.950 Punkten. Da ist es wirklich nicht mehr weit bis zu den 13.000. Schauen wir ganz kurz voraus. Morgen am Dienstag hier die wichtigsten Termine. Zunächst einmal die Termine aus Asien. In Japan geht's los. Da haben wir die Ausgaben der privaten Haushalte. Ein bisschen später dann der Blick nach China, das Handelsbilanzsaldo für den Monat April. Die Werte hier, die Sie eingeblendet sehen, in Milliarden US-Dollar. Dann geht's weiter. Einige Daten aus Deutschland. Zum einen die Erzeugung des produzierenden Gewerbes aus dem Monat März. Minus 1,6. Wir haben noch einmal ein rotes Vorzeichen. Ebenfalls macht die Exporte auch da rückläufig. Also wir hatten heute schon gemerkt, der Zenit scheint da irgendwie überschritten zu sein. So zumindest haben es einige Experten interpretiert. Wir bekommen dann noch einmal um 8 das Handelsbilanzsaldo aus dem Monat März. Weiter geht's dann mit dem Blick in Richtung USA, kurz vor 3, das sogenannte Red Book. Das sind also die Umsätze im Einzelhandelgewerbe. Ja, Zahlen gibt es morgen auch, eine ganze Reihe. Schauen wir zunächst mal in die erste Börsenreihe. München Rück, Deutsche Post, Continental, Beiersdorf. Weiter mit Manz, Symrise, Adler Modemärkte, Tom Taylor, SGL, Carbon, Uniper und Zalando. Hauptversammlung darf ich Ihnen nicht vorenthalten. Die erste Börsenreihe mit der Commerzbank und Lufthansa. Außerdem CTS, Eventim, Delticom, Fuchs, Petrolub und Rheinmetall. Ihnen jetzt einen schönen Montagabend. Das war unser Wirtschafts- und Börsenausblick auf Dienstag.